Stereotypen setzen sich so unter Druck. Dieses permanente Perfektsein, dieses permanente, das muss so und so aussehen, so und so muss es sein. Davon müssen wir wegkommen und deswegen sitze ich ja auch hier. Selbstbewusst war ich eigentlich nie, weil man immer hinterfragt. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich gucke in den Spiegel und sage, ich bin ein toller Mensch. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nur weil du irgendwie im Fernsehen bist oder weil du irgendwas anderes machst, heißt es nicht, dass du höhere Schuhe anhast und einfach denken kannst, dass du was Besseres bist. Prinzipiell sagt man immer, oh, lies die nicht oder so. Ich lese natürlich auch Hasskommentare, weil Hasskommentare sind auch die, die mich formen. Die reden vielleicht über mich, weil ich ein tolles Kleid anhabe, so wie heute. Oder weil ich halt einfach ein schöner Mensch bin. Und das haben wir verlernt. Wir denken immer sofort, dass der andere schlecht über uns denkt. Und das darf man nicht machen. Danke, Applaus, Klappe.